Hallo und herzlich willkommen zurück bei Raus aus den Schulden. Ja, und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und ich habe noch gar nicht gesagt, wann die Folgen eigentlich kommen. Also immer dienstags und freitags wird es eine neue Folge aus Raus aus den Schulden geben. Immer 2 Folgen pro Woche. Eine kommt immer dienstags um 17 Uhr und die andere kommt freitags um 17 Uhr. Und ja, jetzt haben wir hier in der letzten Folge hier ein bisschen das Gelände angepasst. Jetzt hoffe ich mal, ich hoffe doch sehr, dass wir jetzt hier das Feld mal erstellen können. Ich weiß nicht, wie weit das geht. Das kann ich ja nicht sagen. Sollen wir mal gucken. Ich weiß auch nicht, wie weit ich hier das Feld ziehen kann. Da habe ich ja noch keine Ahnung. Ich sag mal, ich würde den Weg doch gerne vielleicht ein bisschen weiter nach hinten legen. Wir testen das jetzt. Kommt, Freunde, wir testen das. Andy macht die Probe auf Sacksample und finde heraus, bis wohin es geht und bis wohin es nicht geht. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Andy, das geht doch gar nicht. Der Boden ist gefroren, da kannst du doch nicht. Ach, der ist so stark hier, der Kollege hier, der mäht alles. So, eben schnell gucken hier. Flug senken. Wo habe ich jetzt hier? Hä? Öffne Hut, schließen, Maus. Blub. Was ist das denn hier? Ach so, Felderstellung zulassen. Z, okay. So, ihr habt das schon so lange nicht mehr gemacht. Ah, guck mal. Ja, guck mal. Geht doch. Ach, geht doch alles hier. Ach, hervorragend. Da kommen sie, das Steinchen. Ach, wie schön. Das ist genau, was der Andy braucht. Steine. Steine und nochmal Steine. In den letzten Wochen so viele Steine gesammelt. Oh. Was war das denn jetzt? Warum hat er da jetzt so eine Delle da reingehauen? In das Feld? Das fällt mir jetzt aber nicht unbedingt so. So, jetzt haben wir das Ding mal hier. So. Oh, jetzt hat er da schon wieder so eine komische Delle da reingefahren. Ah, mal gucken, ob das geht. Irre Geschwindigkeit, ja! So muss das sein, Freunde. So, damit der Indy jetzt hier ein riesen Feld raus. Machen wir da drauf. Weiß ich noch gar nicht. Aber ich hatte irgendwas gesagt, wir brauchen Hafer, ne? Warum stehen da vorne eigentlich noch Bäume? Hallo? Warum stehen da vorne noch Bäume? Wer hat das erlaubt, dass hier Bäume noch stehen? Ah, ne. Wundersamerweise, sie verschwinden auf einmal. Das haben sie also immer noch nicht gefixt. Moment mal gerade. Ne, ne, da ist alles gut. Hä? Was ist denn jetzt? Bin gerade etwas verwirrt, aber alles gut. Gut, gut, gut. Ich guckte gerade so rechts auf meinen Monitor und sah dann hier das Bild und dann war das irgendwie ein bisschen stark vergrößert. Und da haben wir gesagt, mir stimmt irgendwann nicht, aber dann haben wir auf den linken Monitor geguckt und da ist alles gut bei der Aufnahme. Also von daher, alles schick, alles toll hier. Ich will nur hoffen, dass das hier funktioniert. Oh, Freunde, da bin ich echt mal gespannt drauf. Ja, also das sind keine quadratisch praktischen Felder mehr, die der Andy hier stellt, sondern das ist alles so. Pff. Ja, Mama.
Wenn das hier nicht mal zu steil ist. Aber werden wir alles herausfinden. Ja, mal alles gemeinsam hier rausfinden, ob das geht oder nicht. Aber vielleicht habt ihr auch schon Erfahrung im LS22. Vielleicht habt ihr ja auch hier ein Feld erstellt. Oh, jetzt geht's hier runter. Muss man hier ein bisschen auf die Bremse hier treten, ne? So. So, mal gucken, ob Papa dann jetzt hier auf der Kante ankommt. Ich bin immer gespannt, ob ich die Steine einsammeln kann, weil wenn ich die Steine so sehe, dann sieht das für mich so ein bisschen nach den Steinen aus, die ich von anderen Karten kenne, wo sie die Steine nämlich nicht mehr wegnehmen konnten. Also ich bin mal gespannt. Ach, wir können ja noch ein Stück weiterfahren, sehe ich gar nicht. Das ist doch schon mal schön. So. So, dann können wir hier an der Seite noch ein bisschen Bienenhäuschen oder so hinsetzen. Ja, also ich will das jetzt nicht so. Da ist aber jetzt eine eckige Ecke drin. Ja, mein Gott, wollen wir jetzt alles runter, meiner Wand? Hallo? Also ein bisschen Ecke muss hier drin sein. Also eine Ecke brauche ich mindestens. Was ist das denn jetzt schon wieder? Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Käse? Also ihr seht, ne, zu schnell darf man auch nicht fahren, weil dann macht er das irgendwie nicht ordentlich. So, setzen wir hier direkt noch ein paar Bienenhäuschen hin, bevor ich das vergesse. Ich bin mittlerweile der absolute Bienenhäuschen-Fanatiker geworden. Ich muss überall Bienenhäuser hinsetzen. Bienenhäuser braucht das Land. Ja, Freunde, Bienenhäuser. Was da noch ein wettes Land gehört, keine Tour in diesem Land. Okay. Immer diese Zugangsbeschränkungen. Furchtbar. Ja. Eins da noch hin. So, ja, mal gucken. Hier oben können wir uns hier auch noch das eine oder andere hinsetzen. Ja. Muss es dann erstmal gut sein, damit. So, jetzt können wir weitermachen.
So, ja, schon wieder. Also, ich weiß auch nicht, also irgendwie hier saubere Kanten hinzukriegen, ist schwer möglich zum Teil. Aber naja, wann soll's. Auch wenn er langsam fährt, ihr seht, da bricht er dann mal wieder aus und ja, keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich schwer zu kämpfen, wie der Motor, habt ihr gehört, wie er geheult hat. Oh, Hilfe, Andy. Quäl mich doch nicht so. Der Boden ist so hart. Der Boden ist so hart. Meine Zagen so zart. Noch ein paar Bienenhäuschen hier am Rand hinsetzen. Ne? Wäre auch nicht schlecht, oder? Ah, Andy und seine Bienenhäuser. Ja, Honig braucht das Land, Freunde. So ist es. Honig braucht das Land. Mit Honig wird alles besser. Honig ist universal immer gut. Mehr Honig braucht das Land. Ja. Mit Honig raus aus den Schulden. Habt ihr gesehen? Fast 2000 Euro kriegen wir ja für 1000 Liter Honig. Wir haben ein bisschen davon, so 30. Er macht immerhin 60.000 Euro, Freunde. Das darf man mal nicht unterschätzen. Das sind 60.000 Euro. Ja, nur allein an Honig. Honig. Gut, dafür habe ich auch ein paar Bienenhäuser gesetzt. Also von daher, ich glaube, dass es doch schon ein bisschen länger dauert, bis sich das Ganze mal rentiert. Aber im Endeffekt, ne, die Honighäuschen, die setzen wir einmal hin, hat man keine Arbeit mehr mit. Und dann liefern die Bienchen fleißig immer Honig. Ne? Honig, Honig, Honig. Bienchen sind immer fleißig. Mal gucken, ob wir im Winter irgendwie so einen Heizstrahler dahinstellen, ne, damit sie nicht erfrieren. Wäre ja auch nicht so gut, ne, wenn die Bienchen dann im Winter erfrieren. So, ich würde mal sagen, das Feld wird doch um einiges größer, oder? Vertue ich mir jetzt? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, vor allen Dingen würde mich mal eure Meinung auch hier zu diesem Projekt interessieren. Ist das was, was euch interessiert? Oder sagt ihr, oh, ist das total langweilig? Was ist denn jetzt hier auf einmal kaputt? Hallo? Was soll das denn jetzt, hä? Hä? Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Wieso will er denn hier jetzt auf einmal nicht? Hä? Was hat denn jetzt hier schon wieder? Ah. Ah, ich habe da so eine ganz, ganz dumme Befürchtung. Ja, also, Problem ist hier anscheinend, dass das Farmland hier irgendwo zu Ende ist. Da seht ihr das. So, hier geht das jetzt wieder. Da müssen wir jetzt dann gleich mal irgendwie einen Weg finden, ja? Na, da geht es dann komischerweise auch wieder nicht. So, jetzt steht uns erstmal wieder ein Baum im Weg. Ach, Gottes Willen. Die wollen wir da klar schon mal wegmachen. Das geht ja hier schon mal gar nicht. Also, ne? Weil eigentlich müsste er den Streifen breiter machen, wie ihr seht. Macht er aber nicht, weil ja, da scheint wohl irgendwie das Ende der Fahnenstange zu sein.
sich am Kämpfen, der Kollege hier. Also es geht hier ein bisschen den Berg hoch. Okay. Da kommt ein Baum. Ja, gut, genau. Alles gut. Alles gut. Alles ist gut. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das denn hier auch passt gleich. Hä? Ah, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Oh. Mit schon wieder. Naja. Kommt Zeit, kommt Rad, kommt Sonnenschein. Hier passt das aber 1:1. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt fahren wir mal andersrum. Gegen den Uhrzeigersinn. Wenn wir hier ein bisschen mehr Fläche hier noch hinbekommen. Jetzt können wir auch ruhig ein bisschen schneller fahren. Ich glaube, jetzt müssen wir doch noch mal ein bisschen langsamer fahren. Damit wir hier jetzt irgendwie noch so einen Weg hier finden, wie wir jetzt hier rüberkommen. Na, geht hier nicht. Hä? Da geht's wieder. Da geht's wieder nicht. Oh, ja, nee. Da geht's dann wieder. Da hä? Sehr merkwürdig hier. So, jetzt versuche ich mal gerade was anderes. So, wir müssen da rüber. So. So, ich gucke jetzt mal, ob wir hier so rumfahren können. Dann gehen wir mal hier eine Runde auf Malen, weil es so schön ist. So. Warum sehe ich jetzt hier nichts? Warum sagt er mir jetzt hier wieder, das Land besitzen sie nicht? Da kann ich ja schon wieder hier Plack und weiß der Geier was bekommen. Also geht jetzt hier alles nicht weg. Ach, wie schön. Oh, das ist ja, oh, wieder Herz. Herz, allerliebste, ja. Lieb ich jetzt schon wieder. Hm. Ah ja, also, da weiß ich, was ich zwischen den, ja, demnächst zu tun habe. Das gefällt mir ja gar nicht jetzt hier. Ah ja, okay. So, guck. Das gefällt mir schon mal gar nicht, dass ich das hier jetzt nicht ändern kann. Oh. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl auch nicht wahr sein. Andy, warum hast du das Land nicht geändert? Andy! Hat er wieder geschlafen, ne? Nee. Ich war technisch noch nicht so weit. Seelisch, moralisch, geistig war ich doch nicht so weit. So, meine Freunde, das war's aber jetzt mit dieser Folge hier. Felderstellung, Teil 2.
Dann gibt's also, was sind wir jetzt, ja, am Freitag gibt's dann die nächste Folge um 17 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Macht's gut, euer Andy und bye bye.